willkommen. Wir wollen jetzt einmal nur ganz kurz einen ganz kleinen Überblick den aktuellen Stand der Muki bekommen. Es sind jetzt auch schon ganz viele Menschen hier am Organisieren, haben wir den Intensivabschnitt. Es ist Platz für 6 Intensivbetten mit jeweils Beatmungsplätzen und die zugehörigen Geräte. Hier haben wir zum Beispiel schon das mobile Röntgengerät stehen. Wir haben hier mal ein exemplarisches Bett aufgebaut mit den zugehörigen Perfusoren. Wenn man hier geradeaus jetzt durchgeht, was wir jetzt machen, haben wir im Grunde den Gang zum Operationssaal. Wir haben hier den Anästhesieplatz mit dem zugehörigen Narkosegerät, der Operationstisch. Was jetzt noch nicht exemplarisch steht, ist die Herz-Lungen-Maschine. Hier wird noch dazukommen. Hier haben wir jetzt ein Ultraschallgerät. Man kann die Gefäße schallen, Knochen, können dann schauen, wo wir unsere Zugänge legen zum Beispiel, dass wir im Verlauf der Operation das Ergebnis direkt im OP anschauen können und direkt sagen können, wir haben ein gutes Ergebnis. Wir brauchen etwa 180 Liter Sauerstoff pro Minute, um diese Einrichtung zu betreiben. Diese 180 Liter werden aber nicht an einer Stelle gebraucht, sondern an vielen Stellen gebraucht. Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, wo wir diese Sauerstofferzeugungsgeräte hinstellen, wo wir sie anschließen, um dann effektiv mit den Spendengeldern umzugehen. Es ist jetzt schön, einfach mal so wirklich das, was wir uns ausgedacht haben, wo wir immer wieder Pläne verschickt haben, das mal wirklich in Natura zu sehen, viele von den Equipments, die wir jetzt hier rumstehen haben, wirklich mal anfassen zu können. Es wird eine herausfordernde Zeit, das nächste halbe Jahr, aber es ist einfach cool zu sehen, wie weit dieser Traum schon geträumt ist und wie viel Unterstützung wir von ganz vielen unterschiedlichen Bereichen auch gekriegt haben. Das Besondere ist, dass ich mit einem mobilen Operationssaal nahezu überall in der Welt hinfahren kann und kann dort helfen, wo sonst keine Hilfe ist. Das, was wir geben können, ist unsere Arbeitskraft, ist unsere Zeit, unsere Leidenschaft. Wenn wir dann im Ausland sind, also ich gehe nach El Salvador und da ist dann so diese Dankbarkeit von den Eltern, dass man den Kindern geholfen hat, das bedeutet mir ganz arg viel. Auch wenn noch nicht alles fertig ist, bin ich total glücklich, dass wir jetzt hier unseren Experts schon ein bisschen was zeigen können, wie es aussehen wird in der Muki. Wir haben hier den Aufenthaltsraum schon aufgebaut mit Tischen, Stühlen oder hier einen Schreibtisch mit Computer und eine Patientendatenbank, wo wir alles eingeben können. Küche, damit man sich auch mal einen Kaffee machen kann, wenn man ein bisschen müde wird. Das ist eben nicht so etwas, was von einzelnen Menschen abhängig ist. Das ist nichts, was einer schafft oder zwei oder drei. Hier eine ganze Tafel von Menschen, von Unternehmen, von Stiftungen, die uns unterstützt haben. So, auf die Muki und wie wir immer sagen, auf die Mission. Hiermit eröffne ich das Muki. Damit kleine Herzen groß werden. Damit kleine Herzen groß werden. Damit kleine Herzen groß werden. Damit kleine Herzen groß werden.